Liebe Schwestern, liebe Brüder, noch ein kurzer Gedanke zur Hingabe. Ich bin jetzt gerade hier oben am Gewölbe von St. Gertrud in Morsbach, wo im Moment die 800 Jahre alten Fresken restauriert werden. Ich finde es total beeindruckend, was die Restauratorinnen hier leisten. Wenn ich das machen müsste, ich wäre nach ein paar Minuten so ungeduldig, dass ich sagen würde, oh, großer Pinsel, weiße Farbe und alles ist gegessen. Aber mit welcher Mühe, mit welcher Leidenschaft diese Restauratorinnen hier arbeiten, um die alten Malereien wieder zum Leben zu erwecken, das finde ich total beeindruckend. Eine echte Berufung, die hier stattfindet. Hier hinter mir sieht man wahrscheinlich Jesus. Er ist wieder zu sehen. Vor ein paar Wochen noch waren da nur ein paar wenige dunkle Flecken zu sehen in Grau und Braun. Jetzt auf einmal scheint Jesus wieder durch und er sieht uns an. Vielleicht ist das ein wunderbarer Hinweis und ein wunderbares Gleichnis für das, was eigentlich Berufung ist. Jesus Christus sichtbar machen. Egal, welche Lebensweise oder welchen Lebensstand ich habe, egal ob ich jung oder alt bin, egal in welchem Beruf. Eine Berufung hat jeder Christ. Und Ziel der Berufung ist es, Jesus sichtbar zu machen.